Flipside of Soccer mit Ivan Markov und Thomas Kind. Und damit herzlich willkommen zur 22. Folge eures Lieblings-Podcastes Flipside of Soccer. Mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare Markov Ivan. Und ja, wir begrüßen euch recht herzlich. Grüß dich, Ivan. Hi, Jungs und Mädels. Also ich muss sagen, habe ich vermisst. Also ich habe deinen selbst kreierten Jingle und deine unnachahmliche Weise, wie du das auch rüberbringst, das habe ich wirklich vermisst. Jetzt bin ich ein bisschen, das war ein bisschen retro jetzt. Das war absolut geil, ja, muss ich sagen. Ich bin auch ein bisschen emotional geworden dabei und wir sind wieder da. Wir waren niemals weg. Wir waren auch am Wochenende mal kurz da, ne? Wir haben unser YouTube-Video getroppt und gepostet. Und ja, gut. Es war ziemlich eng, eigentlich relativ ausgeglichen und hinten raus dann doch ein klares Ding so. Aber ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, kann ich nicht ganz so teilen. Also nicht zumindest 100%. Spaß gemacht hat es auf jeden Fall. Aber ich war natürlich hinten raus bedient mit zwei Niederlagen am Stück, muss ich sagen. Wobei bei den Flugbällen habe ich mir große Chancen ausgerechnet, bei den Flanken mit Verwertung habe ich meine Chancen auch gering gesehen und habe es natürlich auch bestätigt dann mit der Verwertung. Ne? Ja, bei mir lag kurz der Nervenblank, Entschuldigung, mir ist das Handy runtergefallen. Ja, meine linke Klebe wurde gelobt, von meinem Vater zumindest. Ansonsten kam da nicht viel. Nee. Ich wurde ein bisschen beleidigt. Du wurdest ein bisschen beleidigt. Ich sollte einen Schuhspanner rausnehmen. jetzt kann ich meinen Spielern, jetzt kriege ich keinen Respekt mehr, wenn mich Spieler gesehen haben, wie ich Flugbälle schlage, weil ich natürlich immer genervt bin, wenn einer keinen Flugball schlagen kann. Mhm. Und das war schon, also gerade mit links war schon nervig, aber mit rechts war schon okay. Ja, du hast auch wieder deine Laufschuhe ausgepackt, wie schon beim Fußballtennis. Das ist natürlich jetzt auch nicht das beste Schuhwerk. Der Ball war diesmal aufgepumpt. Aber ich weiß nicht, ob das dann doch für mich sprach, ja. Ich denke mal, Schuhe wäre eine gute Idee gewesen, auf jeden Fall, das anders zu gestalten. Mhm. Weil am Anfang ist ganz nice, aber dann, wenn du über die lange Distanz brauchst du auch mal ein bisschen Futter. Brauchst du mal ein bisschen Feuer am Fuß. Mhm. Ja, wir haben ja ein bisschen was vorproduziert. Ich würde vorschlagen, Ivan, da machen wir gleich mal hier öffentlich unsere internen Gespräche. Das kommt dann in 2 Wochen, ne? Da haben wir noch ein bisschen was für die Zukunft, weil du hast ja schon mal so hinter den Kulissen was Richtung Kraftsport geäußert. Weil wir haben gesehen, mit dem Fußball wird es schwierig. Ja, ich muss mir ja was aussuchen, wo ich natürlich wieder aufhole. Ne? Es steht jetzt 2-1. Nee, offiziell steht es 1-1 und mehr wissen die Leute noch nicht. Ach so. Ja gut, ich muss so oder so aufholen, ja. Sagen wir es mal so, und mal einen Stich setzen, Nadelstich gegen dich, und da sehe ich mich jetzt absolut vorne, wobei du, also ich habe immer noch Bedenken, also es wird auf jeden Fall über Kraft kommen, Kraft Ausdauer, das werde ich mir aussuchen. Ich habe immer noch Bedenken, weil du natürlich absolut über den Ehrgeiz kommst, also das ist, also wenn es dann der Wettkampf ist, ich sehe meine Chancen sehr hoch, aber also ich glaube, dass du da noch für eine Überraschung gut bist. Da muss ich mich auch noch ein bisschen straffen. Also ich muss noch ein bisschen trainieren, bis es dann losgeht. Mein Fitnesszustand widerspricht das gerade. Ich habe wirklich lange nichts mehr gemacht, was ziemlich traurig ist, aber ja, ohne Ziel vor den Augen, zumindest sportlich, wo ich ja noch dabei bin, so, es ist schwierig gerade. Aber ja, ich bin auch gespannt. Klimmzüge bitte nicht, weil da bist du jetzt auch nicht der übelste Pro drinne, so wie die Leute, mit denen du manchmal Kraft machst am Wochenende, ne? Seife und Öks. Aber ja, aber ich sag mal, einen Zehner kann ich hinlegen, den schaffst du wahrscheinlich nicht. Gar keinen Fall. Zehner, Elber. Ah. Das wäre eine sichere Nummer, aber ja, wir werden es schon irgendwie so gestalten, dass du auch über den Willen kommen kannst. Da wird schon was für alle dabei sein, ne? Dann, Ivan, wir sind ja ein Amateurfußball-Podcast. Wir haben endlich wieder Futter bekommen am Wochenende. Es war der große Preis von Portimao. Lewis Hamilton hat das. Nein, egal. Spaß. Das ist natürlich völliger Quatsch. Es war Landespokal-Viertelfinale. Konstellation war ja so, dass die ganzen
Mannschaften unter der Regionalliga rausgekegelt worden sind und finanziell entschädigt worden sind anscheinend, dann noch 8 Mannschaften aus Regio und dritte Liga übrig blieben und ja, ein Freilos, Lok Leipzig, und dann gab es 2 Spiele jetzt am Wochenende. Das war zum einen FSV Zwickau gegen Chemie Leipzig und oder Chemie Leipzig gegen FSV Zwickau und zum anderen Chemnitzer FC gegen Auerbach, jeweils ein 1:0 für den Favoriten, würde ich mal sagen. Ja, hast du irgendwas mitbekommen? Also 1:0 für euch, Chemie verliert 1:0 gegen Zwickau und Auerbach verliert 1:0 in Chemnitz. Ja, die Ergebnisse habe ich mitbekommen, gesehen habe ich leider nicht, weil ich selber unterwegs war. Ja, hätte mir bei Chemie natürlich auch gerne gewünscht, dass es andersrum gelaufen wäre. Ja, ich habe auch nichts gesehen, aber im Live-Ticker verfolgt, weil ich auf dem Spielplatz war und habe auch mitgefiebert, habe gesehen, dass sie ein tolles Spiel abgeliefert haben. Muss ich mal überlegen, die hatten auch ihr letztes Spiel Ende Oktober, Anfang November und Zwickau hat ja ganz normal die Drittligasaison hinter sich, wobei auch ein straffes Programm, ne? Ich meine, die haben dieses Jahr auch wieder 38 Spiele, aber nichtsdestotrotz sind sie im Flow und hatten einfach eine andere Belastung. Und dafür hat das Chemie ganz gut gemacht. Hatten auch so zwei, drei relativ große Chancen, wo sie hätten in Führung gehen können, beziehungsweise noch ausgleichen können, glaube ich. Und ja, am Ende war es ein Freistoß aus dem Halbfeld und ein Kopfball, ne, was dann so ein Spiel entscheidet, was ein bisschen bitter ist. Aber es ist, wie es ist. Ne? Jetzt ist die Saison erstmal auch für die vorbei und es geht dann ab Juli hoffentlich wieder los. Das ist auch Wahnsinn, was das eigentlich für eine Verzerrung ist. Ne? Also trainieren die ganze Zeit, spielen die ganze Zeit unter Wettkampfbedingungen, spielen, die anderen spielen 4 Monate nicht, Testspiele fünf oder maximal so ein was. bisschen, aber das kann man nicht Ja, aber vergleichen. was soll das sein? So, ne? Also, und dann geht's da auch um ein paar Pfennige, ne? Wenn du weiterkommst. Ne? So ist es ja nicht. Ja, auf. Also das ist halt, ja, ist klar, die Bedingungen sind so, wie sie sind und das wird halt irgendwie entschieden. Hauptsache, du spielst irgendwie, hast noch eine Möglichkeit, aber ist natürlich trotzdem. Ja, es ist, wie es Auf ist. jeden Fall. Chemnitz gewinnt 1:0. War ich auch überrascht von Auerbach, dass sie da so gut mithalten können. Weil Marc-Philipp Zimmermann, der ja, Bomber der Regionalliga, würde ich mal sagen, ist wirklich eine Waffe und kopfballstark ist der. Unglaublich. Musste relativ früh raus. Und dafür haben sie ganz gut mitgehalten, weil ich denke, Chemnitz hatte schon ein paar andere Möglichkeiten jetzt trainingstechnisch als Auerbach. Ne? Auerbach sowieso im Winter immer so ein bisschen schwierig, da liegt ja viel Schnee. Und ja, von daher hätte ich da ein klareres Ergebnis erwartet. Ansonsten spielt jetzt noch Dynamo Dresden gegen Bischofswerda. Aufgrund der Nachholspiele von Dynamo wurde das irgendwie auf 12. Mai oder so verschoben. Und dann ist jetzt das Halbfinale. Boah, ich glaube, Chemnitz gegen Zwickau und das Freilos Lok gegen Bischofswerda oder Dynamo. Ja, so dass die dann irgendwann fertig werden, um beim Tag der Amateure dann dabei zu sein. Es ist schwierig, ne? Aber sie mussten es ja irgendwie lösen. Ganz anders bei uns, ne? Das versteht keiner, die Regelung jetzt. Das war ja auch die Mehrheit, die das dann so ja, zugesagt hat. Auch da werden die unterklassischen Mannschaften finanziell entschädigt und es gibt jetzt ein Finale. Einfach Einfach so. so ein Finale, ja? Magdeburg gegen HFC. Die qualifizieren sich dann Komisch. für den DFB-Pokal und die Mannschaften, die zum jetzigen Zeitpunkt noch drin waren, unter anderem wir hätten jetzt gegen Halle Amdorf gespielt, das wird eingefroren. Ich weiß nicht, wie sie das machen wollen, es wird auf jeden Fall eingefroren und dann wird es zum 1.8. auf dieser Basis weitergehen. Jetzt stellt sich aber die Frage, was ist denn mit den Ja, Mannschaften? ohne Halle Ja, und das ist die Magdeburg dann eine nächstes Jahr, Frage, das ist oder? die eine Frage, ob die dann raus sind oder. Und was die andere Sache, was ist mit den Mannschaften, die, keine Ahnung, Verbandsligisten sind oder Landesligisten? Das ist ja so Verbandsliga, Landesliga. Was mit den Mannschaften, die rausgeflogen sind in der ersten oder zweiten Runde? Die haben ja das Jahr dann keinen Pokal. Das ist auch Quatsch. Also sollen sie es jetzt annullieren und gut ist. Das ist jetzt eh nicht mehr zu ändern. Ich verstehe jetzt die Regeln nicht, also das verstehe ich jetzt überhaupt nicht, muss ich sagen, also gar nicht. Also die spielen das Finale, okay, alle anderen werden entschädigt, wir werden eingefroren, die jetzt noch drinnen gewesen wären, Werden auch werden entschädigt, ja. eingefroren, werden auch entschädigt, dann spielen wir nächstes Jahr das Achtelfinale oder wo wir jetzt sind, ne? Ja. Achtel, Viertelfinale, spielen wir dann,
Stand jetzt und die anderen Mannschaften auch, aber was ist dann mit Halle? Spielen die dann wieder Finale und wir spielen einfach nur irgendwas aus, des Spielenwillens Nee, oder? wir haben dann schon die Möglichkeit, es wäre ein sehr kurzer Weg in DFB-Pokal, aber wahrscheinlich wieder mit Magdeburg und Halle dann. Also ich habe keine Ahnung. Die sollen das einfach abblasen, dann das Ding und fangen ganz normal Landespokal an ab Ende Juli, Anfang August. Aber naja, Ivan, das sind so ein Wild. paar wilde Baustellen auf jeden Fall. Ja. In der Amateurliga bleibt es wild, im Amateursport. Das ist nicht anders zu sagen. Und ja, dann haben wir ja auch aufgerufen zu einer kleinen Fragerunde, was meine Person betrifft. Ivan, was haben die denn so gefragt, den Thomas? Hast du da was vorbereitet? Ich habe was vorbereitet für mich. Ich habe nämlich auch noch ein paar Fragen. Die anderen Fragen, die hast du ja schon. Ich habe nämlich für mich, mich interessieren noch ein paar Dinge. Okay. Und zwar, was würdest du denn deinem 18-jährigen oder 19-jährigen Tommy-Kind im Nachgang raten? Naja, also ich hatte ja einen ganz guten Start, so um die Zeit, als ich 18, 19 war. Hatte zwar auch dann eine schwere Schulterverletzung, aber hatte eigentlich einen ganz guten Start in der Oberliga, habe mir keine Platte gemacht, habe wirklich ein gutes erstes Männerjahr gehabt und dachte eigentlich, dass ich dann vieles richtig gemacht hatte. Auch mit dem Wechsel nach Meuselwitz, mit der Ausbildung so. Das bereue ich absolut nicht, weil von der zehre ich ja heute noch und die Zeit in Meuselwitz war auch toll, aber ich hätte mir vielleicht trotzdem noch ein bisschen mehr Mut gewünscht von mir selber, weil es hätte ja absolut auch möglich sein können, einfach mal in eine andere Stadt zu gehen, in ein anderes Bundesland zu gehen und da einfach ein bisschen mutiger zu sein, um über Umwege vielleicht dann ins Profigeschäft zu kommen, ne? Und von den ganzen, ja, die Art und Weise, wie man es ran angehen sollte oder angehen kann. Ja, also ich war schon ein sehr mutiger Spieler, war relativ flink auf die Füße, deutlich schneller als ich jetzt war, bin. Ja, ich habe eigentlich so mein Zeug gemacht, denke ich, aber dieser Mut, einfach einen Schritt noch weiter zu gehen und mal aus meinem gewohnten Umfeld rauszugehen, das würde ich vielleicht jetzt in der Nachbetrachtung einfach mal wagen dann, ne? Ja. Okay. Wie Interessant. ist Ja. es bei dir? Was ich mir im Nachgang Ja. wünschen würde, bei mir? Puh, gute Frage. Habe ich jetzt gar nicht mal für mich gespiegelt, eigentlich. Das hätte ich mal machen können. Nachgang für mich. Sich eher mit dem Thema Psyche zu beschäftigen, um mehr Konstanz abzurufen. Das Thema, was wir Ich auch habe mit viele, Steffen Heimel besprochen haben, so ein bisschen, ne? ich hab viel, viele Probleme im Außen immer gesucht. Derweil ist klar, dass das ja im Innen ist. Ne? Ich habe aber dann der Trainer oder die Bedingungen oder die und das und hier und das nicht gesehen und ganz oft auch mal so abgelenkt. In gewissen Situationen nicht immer, aber da hätte ich mir, also ich würde jetzt gerne mir Ratschlag geben, ich muss konstanter, also sei konstanter und finde für dich einen Weg, wie du das sein kannst. Und die Lösung liegt nicht im Außen. Nur bei dir selber. Beschäftige dich mit dir, ne? Und dann wäre sicherlich auch mehr möglich gewesen. Absolut. Und natürlich auch einfach einen Ratschlag, einfach noch mehr zu investieren. Also habe natürlich auch in dem Alter zwischen 18 und 21 viel ausprobiert neben dem Platz, ne? Absolut, aber ich meine, wir mussten ja in der Jugend viel zurückstecken, ne? Ich hatte zum Beispiel immer Sonntagsspiel, da war so das Wochenendgeschäft, was man so kennt, überhaupt nicht möglich. Und da war ich auch sehr diszipliniert. Und auch immer, ich bin in meinem Leben, glaube ich, ein- oder zweimal feiern gegangen vor einem Spiel. Das war so nie Thema bei mir. Wie war denn das bei dir? Hast du da schon mal ein bisschen was in die Nee, Richtung direkt vom gemacht? Spiel, nee, direkt vom Spiel war ich nie. Also ich war mal, wenn wir Sonntag gespielt haben, vielleicht mal am Freitag ein bisschen locker. Ansonsten Mittwoch und ansonsten, wenn wir Samstag gespielt haben, halt Samstag Vollgas, ne? Ja, also da war auch für mich die Grenze vorm Spiel, absolut. Also zumindest einen Tag direkt davor, auch ganz, ganz selten vorgekommen, wenn wir Sonntag gespielt haben, dass ich Freitag mal Vollgas gegeben habe. Also vielleicht ein, zwei, drei Mal überhaupt in der ganzen Karriere. Ja, also da war ich auch, also Thema Alkohol auch erst mit 19. Und vorher keinen Schluck. Und ja, also da hätte ich mir von mir mehr Engagement, mehr Disziplin, ne?
mehr Disziplin und vor allen Dingen mehr, wie soll man sagen, also mehr mit sich selber zu befassen, ne? Also das wäre halt, das wäre gut gewesen im Nachgang. Da schließt jetzt ja auch schon eine Frage aus der Community an, von Mocha Philipp, dem Naja. Bivos E-Soccer-Experten. Grüße, Mocha. Was bereust du in deiner Spielerkarriere? Vielleicht ist es das, auch keine einfache Frage, vielleicht ist es das, der Mut, einfach mal aus meinem gewohnten Umfeld rauszugehen. Ich habe aber natürlich auch erwähnt in meiner Folge, Who the fuck is Tommy Kind, dass es ja auch nicht immer so einfach mit der Psyche bei mir war und das auch so mit 18, 19 losging. Und ich dadurch auch gar nicht so richtig in der Lage war, einfach raus von allen. Ne? Ich hatte ja meine Freundin, meine Familie, die mich da auch unterstützen konnten. Die waren dann hier, ne? Wenn ich dann irgendwo im Westen gewesen wäre, bei TuS Erndtebrück oder so, dann ja, wäre es schwieriger Absolut. geworden, da einfach Kontakt zu suchen oder jemand bei mir zu haben. Von daher, nichtsdestotrotz, das wäre schon nochmal cool gewesen, wie das ist, komplett auf sich alleine gestellt zu sein, wie du es jetzt auch warst, die Zeit in Lübeck und auch dann in Erndtebrück. Ne? Das wird es in der Nachbetrachtung, werde ich das immer herausfinden. Aber es wäre schon, das bereue ich vielleicht ein bisschen, dass ich da nicht mal einen Schritt gewagt hatte. Es gab jetzt nicht so eine direkte Anfrage, aber ich meine, man kann ja zu jeder Zeit mal ein Probetraining machen, wenn man ein junger Spieler ist und so das Niveau gutes Oberliga, mittleres Regionalliga-Niveau hat. Ne? Und ja, das wäre es vielleicht. Absolut. Dann, ja, Ich hätte noch eine. ja, gerne. Und zwar, wenn du jetzt von heute auf morgen aufhören würdest, solltest, müsstest, was würde dir am meisten fehlen? Na, auf gar keinen Fall das Schließen, das allseits bekannte Ivan Markov-Schließen. Also mir würde auch nicht fehlen, ich fange gleich mal damit. Hast du gesagt, was mir nicht fehlen würde? Ja, ne? Genau. Was dir fehlen würde, was dir Was mir fehlen fehlen würde. würde, okay, ja. Also was würdest du am meisten vermissen? Am meisten vermissen das, was ja jetzt auch schon seit einem Dreivierteljahr fehlt oder einem halben Jahr. So dieses in der Kabine mit den Jungs, ne? Auch mal auf dem Platz eine Ecke spielen, ein bisschen ekeln. So dieses einfach Zusammenleben und ja, die Zeit mit den Mannschaftskameraden da. Das ist deswegen hab mich auch mich bewusst für eine Teamsportart entschieden, damit man halt nicht immer auf sich alleine gestellt ist, sondern im Team gewinnen kann und da erfolgreich sein kann. Und das ist so das, was mir jetzt unglaublich fehlt, dieser Ausgleich, ne? Und nicht stupide alleine im Wald joggen gehen. Das wird so sehr fehlen und natürlich auch ja diese Atmosphäre, die ich gerade jetzt auch nicht mehr so hatte. Ich meine, in Halle machen wir uns nichts vor, da ist nicht so viel mit Zuschauern, aber die da sind, geben Gas. Aber die Zeit bei Chemie, ne, wenn du dann vor 5.000, 6.000 Mal gespielt hast, das wird natürlich auch brutal fehlen, aber das kann ich wahrscheinlich dann eher noch so verkraften, weil es ist ja schon seit 2 Jahren nicht mehr so oder anderthalb. Ja, das sind so die Dinge. Was mir auf keinen Fall fehlen wird, so die Vorbereitung vor der Vorbereitung. Ne? Das, ich meine, Die ich. Preseason, die sogenannte Ja, Preseason. genau. Die Preseason für dich selber im Wald, das ist schon brutal, aber man muss es machen und. Aber man ist, glaube ich, dann auch ganz froh, Ivan, ne, wenn man das dann selber entscheiden kann, wann man was macht und nicht immer, okay, wir haben jetzt Juni oder Mitte Juni, ab 8. Juli geht es wieder los und du musst jetzt hier 3, 4 Wochen Gas geben nach Plan mit ganz genauem Puls und alles, was dazu gehört. Das ist so, ich mache es lieber, wie ich es für nötig halte und das, ja, so ist das bei mir. Ivan, du kannst ja jetzt in der Nachbetrachtung vielleicht ein bisschen was zu sagen. Was fehlt denn dir so? Du bist 35, du könntest ja noch, aber also vom Alter her, du hast dich ja dann irgendwie irgendwann da für die Trainerkarriere entschieden. Fehlt dir irgendwas? Bist du so mit dir im Reinen oder hättest du gerne noch mal so ein paar Gefühle wieder? Ich bin tatsächlich mit mir im Reinen. Also, das fiel mir auch komischerweise, weil das auch so ein, also es war direkter Ausgleich. Also, ich denke, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht direkt Trainer gemacht hätte, weil ich bin ja in der Leidenschaft geblieben, ne, also mit, also ich war ja trotzdem, das war trotzdem Mannschaftssport, ne, trotzdem Team im Team und solche Dinge, das hat mir auch immer total viel Spaß gemacht. Und ich hatte jetzt nicht so eine Ruhephase, wo ich dann sage, ich war jetzt zum Beispiel nicht mehr Spieler und habe dann nichts mehr gemacht mit dem Sport. Das war halt so ein nahtloser Übergang und deswegen fehlt mir auch nichts. Also ich bereue auch nicht viel. Ich würde vielleicht im Nachgang sagen, also wie vorhin auch, also das hätte ich mir vielleicht mal hier und da anders gewünscht, aber letzten Endes bin ich vielleicht auch aus diesen Gründen hier gelandet, wo ich auch bin. Es hätte auch schlimmer sein können, ne? Hätte besser sein können, keiner weiß es.
Aber mir fehlt es jetzt auch tatsächlich nicht. Also ich hole mir das, diese Emotionen, hole ich mir das auch am Rande des Spielfelds, ne, von der Bank. Macht mir auch wahnsinnig viel Spaß. Und deswegen bin ich da auch absolut mit mir im Reinen. Also ich habe vieles gemacht, vieles richtig gemacht, vieles auch falsch gemacht. Und das sind alles tolle Erfahrungen gewesen. Und dann war der Entschluss dann auch passend mit der Verletzung. Also, den Entschluss würde ich nicht anders machen wollen, wie ich es da damals gemacht habe. Das hat super gepasst und trägt auch sicherlich zu meiner Zufriedenheit bei, dass ich da im Reinen bin. Na klar, du konntest ja auch so deinen Wünschen zu der Zeit nachgehen und direkt ins Trainergeschäft einsteigen. Stück für Stück dann Absolut. Richtung DFB-Pokal, würde ich mal sagen. Ja, okay. Dann würde ich hier noch was anschließen. Eine Frage von René Hartleib. Kennst du René Hartleib? Ja, kenne ich. Torhüter. Der fragt, Genau. ich habe zusammen mit ihm in Markranstädt gespielt, 2012, 13 die Saison. Erzähl doch mal, wie war das denn, als du ein Tor von der Mittellinie geschossen hast? Das hat mich natürlich sehr gefreut, also da mal wieder dran erinnert zu werden. Es war ein Spiel, Flutlichtspiel, Freitagabend, Markranstädt gegen Heidenauer SV. Axel Keller im Tor, sollte dir auch noch ein Begriff sein, ne? Zweite Liga gespielt bei Aue und bei Trier zum unter anderem, ich glaube auch Rostock. Ja, haben am Ende 3-1 gewonnen, das schon mal vorab und stand 2-0 und es war ein langer Ball. Keller kommt raus, klärt ihn dann Richtung Mittellinie und ich stehe halt, weiß nicht, ob ich noch auf der Mittellinie stande, dahinter oder knapp im gegnerischen Feld, nehme den also mit der Brust an und mache so einen Not-Dropkick-Schuss, ne? Weil ich gesehen habe, okay, das ist die Chance. Ja, Dropkick, Dropkick sogar. genau. Oha. Dropkick und der wird immer länger und länger, ist schon über ihn drüber, ne? Aber dann war er relativ hoch. Das heißt, die Gefahr war da, dass er an die Latte geht oder drüber und fällt genau dann mehr oder weniger rechts in den Winkel so rein. Und ja, dann war natürlich, ja, weiß nicht mehr. Und die mussten mich auf jeden Fall einfangen nach dem Tor. Ich war überall. Es war einfach nur cool. Mein Geil. Vater hat das Spiel auch gesehen. Der, ja, konnte nicht so oft in Markranstädt dabei sein, aber da war er mal da und hat das Tor gesehen und ja, das ist auf jeden Fall eines der schönsten Tore auch gewesen. Klar, da das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber war auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, schön. Ja, viele Also Grüße an. klingt vor allen Dingen auch mit Dropkick ist ja vom Gefühl her, würde ich sagen, wesentlich schwieriger. Also im Zwei-Kontakte kann ich mir vorstellen. Der Brust angenommen, taut's einmal auf, Dropkick direkt, Ja, ne? vielleicht hat er auch zweimal gedautzt, wie man ja in Sachsen sagen. Naja, also auf jeden Fall schwieriger, wie glaube ich, aus der Luft so seitlich, wie die Torhüter das so machen oder so, ne? Oder generell mal einfach dran zu rotzen, weil du musst ja auch viel Kraft aufwenden. Du brauchst auch eine gute Technik einfach dazu, Aber wir haben es von so der gelernt. Mittellinie. Wir haben es so gelernt, ne? Also ich war eher sicherer im Dropkick als im Volley, wenn du jetzt mal so einen Ball rüber geschwartet hast. Und ja, wir haben es von der Pike auf so gelernt auch. Dropkick war eher ein Thema. Auch bei Thomas Matthäa im Sportgymnasium. Da hast du ja viele Übungen Absolut, in die Richtung absolut. gemacht. Da musstest du ja einfach mal drei, viermal jonglieren und dann mit Dropkick einfach den Ball versenken. Und da, ja, habe ich eigentlich immer ganz gerne gemacht, rechts wie links. Oberkörper drüber, ganz wichtig, ne? Sonst geht er in die Geografie dabei. Aber ja. Da kann ich mich auch noch dran erinnern, da war eine, das war auch mit Hermann Thea, Profilsport. Das war wirklich eine seiner Lieblingsübungen, so wie du das beschreibst gerade so, ne? Also ein bisschen anjonglieren und dann entweder Volley oder Dropkick. Da war es aber Volley. Und da sollte ich vormachen, der hat die Übung beschrieben, also quasi einen Ball kurz anjonglieren, hochspielen und dann so seitlich quasi von halb rechts mit rechts ein bisschen über einen Außenriss das Ziel, den in die lange Ecke zu Okay. schießen. Und gut, dann sollte ich jetzt vormachen. Wird mir wahrscheinlich nie wieder so gelingen. Das war so witzig, weil es auch Vormachen, also so Vorführeffekt war. Leg mir halt, also nehmen halt hoch, spielen hoch, rennen an und schießt den Volley aus 20 Metern mit Außenmauke voll scharf. Der dreht sich hinten genau ins Dreieck an Pfosten und Latte und rein. Weltklasse. Konntest direkt duschen gehen. Also, ja, also da kam noch irgendein Spruch und da hat er so irgendwie gesagt, ja, ungefähr genau so. Also hätte man kann es auch besser machen, aber das war schon okay. So, ne? Und dann hat er, so wie er das dann mal auf seine unnachahmliche Art und Mega Weise dann Weltklasse. wegmoderiert hat,
Und damit du bloß nicht zu viel also, sag mal, über Wasser kriegst, dass er dich direkt mal wieder abgeduscht hat, kalt. Ja, aber das war halt mega geil. Sowas hat mega Spaß gemacht, absolut. Der hat auch ganz gerne mit uns so reindrehen geübt, ne? Und der Ball musste aber, weiß ich nicht, der musste, glaube ich, meistens direkt rein, ohne dass er einmal aufkommt, dass du ihn so aus allen möglichen Lagen reinzirkelst von der Grundlinie. Also vom Fünfer, relativ eng, und dann bis, ja, nicht zur Ecke, aber schon ganz weit. Es war das coolste Training, ne? Der hat halt viel Wert auf Technik gelegt und also mehr als wahrscheinlich jetzt die Trainer, die auch viel auf Athletik gehen. Es hat schon immer übelst viel Spaß gemacht und Profisport war immer der Höhepunkt der Woche. Dienstag, Donnerstag oder dann auch Mittwoch, Montag, Mittwoch. Das war schon toll. Das war mega, du hast halt immer Technik gehabt. Ja, du hast halt nicht irgendeinen Scheiß gemacht, du hast immer Technik gehabt, eine halbe, dreiviertel Stunde und danach hast du entweder Turnier oder irgendeine Spielform gemacht. Das war mega geil. Ja, auf jeden Fall, die Bedingungen waren ja top. Ich meine, es waren Kunstrasen zur damaligen Zeit. Bei dir war es ja Richtung 1900, ne? Ne, wir waren in der Halle da noch. Also wir waren auch oft in der Halle. Ja, da war ja noch Kunstrasen ausgelegt. Das war halt damals top. Also jetzt, wenn du jetzt wahrscheinlich, also den gibt es ja jetzt nicht mehr, das finde ich sehr schade, aber wenn du jetzt auf den Kunstrasen von damals gehst, wirst du dann wahrscheinlich denken, das ist Beton. Auf jeden Fall, aber Naja, was wir, für du, uns war es also gut. Ich fand es, war ja so wie so ein klar, mit Tennisfeld, wie Samba, so ein Tennis, mit ne? war Belag mega geil, und hat mega viel Spaß Teppich. gemacht. Also war brutal. Ja, und kennst du noch einen Herrn Büttner eigentlich? Naja, klar, der Bittner Das war, ist also eine da gibt Legende. es legendäre Geschichten dazu. Also ich musste ja, das habe ich ja erzählt, der war das ja, der mich verdonnert hat wegen Fehlverhalten. Der war ja ganz, also es war, im Nachgang war es eigentlich, glaube ich, ein lieber Kerl, aber der war halt übelst oldschool, übelst, also eigentlich ein Drillmaster, ne? Also hier Major Pain eigentlich. Das war Wahnsinn und da habe ich mich irgendwie wieder fehlverhalten und dann musste ich 1000 Handstände an die Wand machen. 1000 Handstände an die Wand. 1000 Handstände war meine Strafe. Ich habe in der Doppelstunde habe ich 300 geschafft, war dann Ist tot, nicht konnte mich quasi normal. nicht mehr bewegen. Und da dachte ich, der hat es vergessen, da hat er mich am nächsten Mal wieder, wie war, wo warst du? 300. Ja, da hast du ja noch 700, ab geht's, los. Und der hatte natürlich, er war Ruderer, der hatte mit Profisport, Fußball ja gar nichts am Hut. Da war eine Erwärmung aus der Kalten, sollten wir uns erwärmen, bevor wir in Anführungszeichen dann Profisport haben. Mussten erstmal Sprungrolle machen, ohne die Hände zu benutzen. Ohne die Hände, nur mit der Brust quasi. Sprungrolle und Ne, dann. mit der Brust nicht. Ne, nicht mit der Brust, ohne Hände zu benutzen. Das heißt, du springst hoch nach vorne und rollst Ach dann so, quasi ne, direkt ganz mit wie deinem so Kopf ein. ab. Naja, das ist Also ohne aber wie. die Hände ab. Ja klar, wir dachten, wir brechen Rollstuhl, uns kein Thema, Genicke. ja. Ja, da haben wir gesagt, hier, lass mal weg hier, was soll denn das? Und war aber auf jeden Fall ein Witz, da gibt es so viele, das war wirklich. War ein cooler Typ im Nachgang. Der war ja 1,95, ne? Der war da damals schon 60 oder so, kurz vor der Rente. Der hat dich umgebracht, wenn du irgendwas gemacht hast, ne? Der hat dich hochgehoben mit der Hand, hat dich irgendwo hingeworfen. Das war Der Wahnsinn. war, glaube ich, nur noch mal die letzten Aber. 2 Jahre da. Ich hatte auch meine Aufnahmeprüfung, war der auch an der Station, ich glaube beim Jonglieren sogar, und hat da erstmal die Schnitten ausgepackt, immer, ne, während des, also komplett unprofessionell. Und dann hatten wir, hat die das auch in der alten Nordanlage immer mal gepäppelt, Na neben, wo klar. dann da neben die Judo-Halle war. Das war aber eigentlich ganz geil. Wir haben da so eine Vollbande Die dann war draus geil gemacht. da, die Halle. Die war, Die roch Halle war so geil. richtig nach alter Fußballhalle. Das hat schon Spaß gemacht. Absolut. Ja, dann runden wir das Ding hier mal noch ab. Ich habe noch ein, zwei Fragen. Bibo ist Corner, E-Soccer Bibo. Also vielen Dank für den Supporter. Frag noch, ob ich später mal Trainer werden möchte. Also Stand jetzt immer noch, so wie es schon immer war, nein, weil ich viel Zeit auf und neben dem Fußballplatz verbracht habe. Und ja, irgendwann ist mal gut. Also gerade jetzt kann ich mir das nicht vorstellen, wenn vielleicht irgendwann mal meine Kinder ein bisschen größer sind und ich dann die Erziehung mehr oder weniger abgeschlossen ist, dann vielleicht, aber ich will einfach irgendwann auch mal meine Ruhe, wenn der letzte Ball oder das letzte Spiel gespielt ist. Ja, das dazu. Ja, und dann noch, hab gehört, du hast eine nice große Schwester. Stimmt das? Kannst ja ganz erraten, wer das gefragt hat, meine liebe Schwester. Ja, die habe ich und die ist ja leider weit entfernt von hier. Was heißt weit? Wir sehen uns nicht ganz so oft, aber haben wieder ganz engen Kontakt und viele Grüße an die Schwester. Na schön. Dann haben wir das doch schon abmoderiert, Ivan. Dann habe ich natürlich einen unter- und überbewerteten Spieler mitgebracht. Oh, Ist herrlich. doch herrlich, oder?
Das ist doch einfach nur Ich bin schön. gespannt, ich bin gespannt, ich Ja, bin gespannt. Aber eins hast du vergessen, eins hast du vergessen. Da warte ich eigentlich die ganze Zeit drauf. ja, das kommt noch, keine Angst. Das wird nicht unter den Tisch gekehrt. Wir haben ja noch ein bisschen auf der Uhr. Nee, überbewerteter Spieler habe ich mich für Ousmane Dembélé entschieden heute, der für sage und schreibe 135 Millionen Euro von Dortmund nach Barcelona, ja, sich mehr oder weniger, wie sagt man, hingestreikt hat. Genau, das trifft es ganz gut. Ja. Hat ja dann, ja, weiß ich nicht, wie das genau zustande kam, ob das im Winter war oder im Sommer. Ich glaube, aber im Sommer. Genau, das war im Sommer, als er dann den Ball hochhalten sollte bei Barca und dann gnadenlos gescheitert ist. Das sind auch legendäre Szenen gewesen. Ja, hat bei Dortmund echt, ich glaube, 2 oder 1,5 gute Jahre gehabt. War richtig eine Stütze als junger Spieler schon. Hat da wirklich sein Kram gemacht mit Aubameyang als kongeniales Duo und ist dann zu Barcelona und seitdem muss man sagen, der hat auch mal ab und zu ein gutes Spiel gemacht, ein paar Tore geschossen, aber seitdem ist nicht mehr so viel und der ist immer noch 50 Millionen wert für die wenigen Spiele, die er auch gemacht hat. Ja, für mich ist das nicht so viel für das, was er kann. Er ist noch, ja, ich glaube, er ist 23, er hat noch ein paar Jahre vor sich, war sehr verletzungsanfällig, wie gesagt. Ich bin gespannt, Ivan, wie ist denn deine Meinung dazu? Da gehe ich d'accord, also wenn wir jetzt das nehmen, für was er geleistet hat, für wie viel er gewechselt ist und wie er gewechselt ist und was danach kam, steht ja in keinem Verhältnis zu dem, wie es dann passiert ist und warum es passiert ist und wie viel dafür bezahlt wurde. Also das ist ja schon Wahnsinn. Generell fand ich den Spieler mega geil. Also das war für mich, weil er halt also diesen Haken mit rechts und links, Beidfüßigkeit, also die Schussfinte, die mag ich einfach sehr persönlich und die hat er einfach in Perfektion drauf gehabt. Und sein ganzes Dribbling, Abschluss, und das fand ich halt mega interessant und einfach schwer zu verteidigen, ne, dieser Spieler. Also deswegen war er ja auch so erfolgreich bei Dortmund und deswegen wollte er ja ihn auch Barca. Aber was er danach halt gemacht hat, wurde halt auch, der ist ja mit 19 gewechselt und 19 oder 20, also mit Geld einfach auch zugeschüttet, ne, von einem Jahr zum anderen quasi. Und ja, hat scheinbar mit ihm. Ja, hat nicht viel oder hat sehr viel negative Sachen bei ihm ausgelöst. Ne? Also, dass es dann nicht nochmal einen Ehrgeiz gepackt hat, sondern einfach viel verletzt, viel auch Trara neben dem Platz, ne? Undiszipliniertheiten ohne Ende, zu spät, nicht gekommen, lazy, wie auch immer, Richtig. was nicht immer war, alles Ja. war. Und das war halt total nervtötend, muss ich sagen. Ne? Also, das ist, gehe ich absolut d'accord. Und ist halt auch sehr schade. Ja, mal gucken, was noch auf uns zukommt. Ich Ich konnte das glaube. nicht in deiner Musiksammlung finden. Ja, Es geht grüßt einfach euch, Siri an. Siri. Siri! Servus. Hey, wie geht's dir eigentlich, meine Gute? Lang nichts von dir gehört. Ja, ich bin auch gespannt, was noch passiert. Also ein bisschen Zeit hat er ja noch, aber irgendwann sollte er dann nochmal wieder 2, 3 Saisons konstant durchspielen. Und dann wird er auch seine Leistung bringen, wenn er das schafft, denke ich trotzdem. Und dann unterbewertet. Ja, es war ich mir nicht ganz sicher, aber ich dachte mir dann doch, den nehme ich. Wir bleiben in Frankreich. N'Golo Kanté. So. Ist, wie gesagt, streitwürdig, dass ich den genommen habe, denke ich. Aber ich finde, im Gegensatz zu vielen anderen Sechsern, Achtern, wie auch immer, der taucht ja ab und zu auch mal ein bisschen weiter vorne auf, sprechen nicht so viel über ihn. Der ist halt lieber netter Kerl, ne? Ist unscheinbar, aber macht so coole und tolle Sachen mit dem Ball, ist sehr ballsicher, ist ein Arbeiterschwein auf dem Platz vor den Herren. Ja, einfach nur, also wenn man ein junger Sechser ist, der mal groß hinaus werden oder kommen will, genau, der sollte mal auf N'Golo Kanté gucken, was der so macht, wie der auf dem Platz arbeitet. Das ist schon vorbildlich und ein bisschen unter Wert, was da so passiert ist in den letzten Jahren. Ist halt so hinter ein paar Spielern immer im Schatten gewesen, aber hat seine Leistung immer gebracht, ist damals Meister geworden mit Leicester City. Der ist auch relativ spät erst so auf das Niveau gekommen mit 25. Der ist auch mittlerweile schon 30. Und ja, also für mich ein bisschen unterbewertet. Französischer Nationalspieler sowieso und auch Weltmeister geworden 2018. Ja, gehst du da auch mit oder hast du den schon immer so stark gesehen oder fandest du, der wurde gar nicht so missachtet in der Öffentlichkeit?
Ich hatte ihn am Anfang gar nicht stark gesehen. Ich habe den gar nicht also wahrgenommen. Auch mit dem Wechsel, da wurde auch relativ viel Geld bezahlt. Glaube ich damals 40 Millionen oder so oder 30, 35 nach zu Chelsea. Und habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Danach sehr auf dem Schirm. Also auch die letzten 2, 3 Jahre. Nicht nur durch die Nationalmannschaft. Also einer, sag mal so ein Vorreiter für die Sechser. Ne? Also die jetzt auch irgendwie jetzt aus dem Gras sprießen. Übelst laufstark, zweikampfstark, technisch stark, super eklig, einfach ein Biest, ne? Einfach was das angeht auf der Position. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das vergleiche, also unterbewertet, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, bei mir persönlich nicht. Also ich habe ihn auf jeden Fall auf dem Schirm gehabt, aber dass er vielleicht nicht das Ansehen genießt, was er eventuell verdient, da würde ich sogar vielleicht mitgehen. Aber ich glaube, das ist auch sehr individuell. Wir in Deutschland kriegen das vielleicht nicht so mit, in England oder Frankreich. Sieht es vielleicht anders aus. Aber wenn ich jetzt mal gleich die Brücke spanne zu City gegen PSG oder PSG gegen City, Nee, oder der meinst ist du mir schon. Real gegen Chelsea? Weil er ist ja bei Chelsea. Oder Nee, wird ich meine schon. jetzt so Vergleich, welche Sechser jetzt so Ach so, kommen, auch die so okay. ähnlich sind. Also da fand ich zum Beispiel auch das Spiel davor gegen Bayern, Paredes Paredes. und Vera, Paredes und Verratti einfach. Wahnsinn. Also die waren so gut, einfach so zweikampfstark, technisch stark, ballsicher. Das war, also wie giftig die waren, das war einfach so cool anzugucken. Also habe ich da auch direkt René geschrieben. Die zwei Sechser erinnern mich ganz stark an zwei Sechser von uns, so ein bisschen an der Hinrunde. Auf anderem Niveau, aber einfach Bestien so. Ne? Also der, wie heißt du, Paredes? Paredes, Parades? Paredes, ja. Paredes, genau. Oh, Schaum vom Mund, der Der Junge, ne? So, wenn du ihn nur, der siehst. ist nur gegrätscht, die ganze Zeit alles angegrätscht, jeden Ball irgendwie weggespitzelt. Der war nur am Boden. Aber halt 90 Ne, wo Minuten ich lang, normaler, ne? Das ist jetzt, das wobei ich Krasse. sage, also am Boden ist immer toter Spieler, aber das hat ja bei dem alles irgendwie geklappt. Ne? Also auf jeden Fall sehr, sehr. Siehst mal, wie wertvoll das auch ist auf der Position. Ja, auch das ist immer das Problem. Ne? Es gibt viele Spieler, die Pogba hat das auch manchmal gemacht, fand ich, der dann jemanden ausspielt und will dann direkt den Tödlichen spielen. Die können sich aber komplett unterordnen und erkämpfen den Ball, spielen direkt vielleicht auch mal hintenrum wieder zum IV oder zum nächsten. Das macht die halt auch so effektiv, ne? Dass die ihre Rolle kennen, natürlich sich vorne mal mit einschalten können, aber grundsätzlich Verteidiger sind in zweiter Linie dann. Und das fand ich auch bemerkenswert. Und ja, also Paris hat schon eine coole Truppe. Es hat natürlich nicht gereicht gegen Man City. Sie haben aber das Auswärtstor geschossen, Paris. Und Ja, die haben ja. zu Hause gespielt. Paris hat zu Hause City war gespielt. auswärts. Ja, City, City also war hat City aus. 2-1 jetzt in Paris gewonnen. Genau. Okay. Ja, na dann mal gucken. Also Man City war nicht so drin im Spiel. PSG hat ja direkt ganz gut losgelegt. Dann auch das Tor gemacht, aber City hat das Spiel gedreht und ja, Mahrez hat dann noch so einen Freistoß reingeschossen, der ein bisschen wild war. Mauer Ja, ein einfach bisschen. die beiden Tore waren komplett Murks. Also Ja, na, Paris das erste, war, ja, De Bruyne, es war auch sehr ja, wild, aber auch, Paris kannst du auch war keinen einfach Vorwurf mega machen, gut. ein Torwart, ne? Das war, ist ganz eklige Bälle so aus dem Halbfeld, ne, wenn der dann hinten reinfällt. Ja. Und dann hat man noch Chelsea gegen Real Madrid unentschieden, ne? Genau, 1-1. 1-1, genau, Pulisic mit einem 1-0 und dann Benzema. Also, wenn du Benzema in ein Wort beschreiben kannst, spiel das Tor vor. Ne? Das war ja wieder ein Paradebeispiel für seine Qualität. Eine Ecke, legt sich den dann, also erst Kopfballzweikampf mit jemand anderem, dann kriegt dann so vor den Kopf, legt sich ihn einmal vor und schweißt den dann aus 3 Metern unhaltbar unter die Latte rein aus der Drehung. Das war schon großes Kino. Der ist schon ein richtig cooler Stürmer und auch zu dem kann man als junger Spieler hochgucken, wenn man vielleicht jetzt nicht der Pfeil ist oder der Allerschnellste, weil er kommt ja schon über seine Kopfballstärke, Ballsicherheit, seinen Torabschluss dann. Ja. Er ist Genau. halt technisch überragend. Der ist halt technisch wirklich. Er ist ein Ja. kompakter Spieler. Er ist halt so geil zuzugucken. Ne? Der wäre auch dazu zu der Zeit, wo Ronaldo noch da war, extrem wertvoll. Auf Also jeden auch für Fall. ihn, für Ronaldo. Und jetzt, ja, ist er natürlich noch mehr in die Verantwortung gezwungen. Aber es ist halt ein mega geiler Spieler, war er aber schon immer. Bisschen schade, dass er bei der Nationalmannschaft dann so ein bisschen Probleme hatte mit den Verantwortlichen. Ne? Der ist ja zu der Zeit, als auch Ribéry, glaube ich, ausgeschieden ist, gab es da so ein bisschen Aufstand gegen Trainer, Raymond Domenech, glaube ich, damals.
Und seitdem hat man ja von ihm dahingehend nichts mehr gehört, obwohl er beim Verein immer seine Leistung gebracht hatte. Naja, es ist, wie es ist. Dann habe ich hier noch, sind wir auch beim Thema eigentlich, was mal lange nicht mehr so Thema war. Internationaler Fußball, das ist ja gerade richtig, richtig spannend in der spanischen Liga. Hast du das auch ein bisschen mitbekommen? Die ganze Zeit war Atletico Madrid ja eigentlich war eine Frage der Zeit, ne? Oder halten die es durch? Und jetzt wird es richtig eklig nochmal hinten raus. Ja, also die haben jetzt gewonnen gestern. Real Madrid hatte auch gewonnen. Barça spielt jetzt gleich noch. Und Sevilla ist auch noch da. Also die hatten jetzt nur 4 Punkte Rückstand und es sind ja noch 3, 4 Spiele. Es ist aber ganz cool, das zu sehen, dass es mal wieder so spannend sein kann. Es war ja wirklich von 2006 bis 19 Barça Real. Ich glaube, Atletico hat es einmal geholt, aber es war immer ein Hin und Her und die haben auch viele Spiele sehr, sehr hoch gewonnen immer. Das waren immer so gegen Mannschaften wie jetzt Cadiz oder Getafe. Da gab es immer so 8 Stück manchmal oder 7. Das gibt es ja gar nicht mehr so krass. Was auch, glaube ich, die Fans in Spanien freut, dass es nicht mehr nur eine Zweiklassengesellschaft ist, sondern auch ein paar mehr Vereine da eine Rolle spielen können und auch mal die Großen ärgern können. Ne? Und es bleibt spannend. Absolut, absolut bin ich auch gespannt, weil ich jetzt unklar ist, wer es wird. Aber ich glaube, zu dem Punkt, dass es nicht mehr so hoch ausgeht, das passiert sicherlich mal hier und da. Aber grundsätzlich sind die Mannschaften jetzt einfach, glaube ich, noch besser in der Lage zu verteidigen. Ne? Also Ja. noch disziplinierter, noch tiefer teilweise und selbst natürlich auch mit dem Ball dann Akzente zu setzen. Ja klar, gerade gegen Ist halt solche dann nicht mehr so Mannschaften, ne, einfach. kannst du halt auch die immer relativ hoch stehen, über schnelle Konterspiele dann was regeln. Entschuldigung. Ja, dann hat man noch ein DFB-Pokal-Halbfinale am Freitag. Konntest du dir das anschauen, Ivan? Nee, leider nicht. Aber ich habe es im Ticker bzw. parallel mit verfolgt. Ich habe das Tor dann im Nachgang gesehen. Natürlich extrem bitter für Bremen, aber freut mich für Leipzig. Also absolut. Gestern das Spiel habe ich eine Halbzeit geguckt. Dann war es ja quasi beendet. Hat ja auch gereicht, ja. Ja, also bin jetzt gespannt. Es war souverän, muss man sagen. Also der BVB hat ein ganz, ganz tolles Spiel abgeliefert. Ich freue mich sehr. Die Saison ist gerettet. Also jetzt sind wir ja sicher im UEFA-Pokal. Ne? Dadurch, dass wir jetzt gegen RB spielen, die schon sicher in der Champions League sind, ist ja dann der Platz für uns reserviert. Also die Saison ist gerettet. Ne? Ganz klar. Nee, ja, ich bin gespannt. Es ist natürlich ein cooles Finale. Für mich jetzt auch. Ne? Ich bin ja jetzt nicht so der, oder ich bin eher der Mensch, der auf Traditionsvereine steht und das eher lebt. Und ja, RB geht so. Und ja. Da werden wir viel drüber berichten können, wir beide. Auf jeden Fall. Da geht einiges und Da werden die Meinungen auseinandergehen, vielleicht. Bin was ich gespannt. natürlich. Ja, das absolut. Was natürlich schockierend war, was nicht so lustig ist, die Verletzung von Mathieu Morey. Hast du das gesehen? Wahrscheinlich in den Nee, habe sozialen ich nicht Medien, ne? gesehen. Der ist ja, also sein Knie hat sich komplett verabschiedet. So sah es zumindest auf den Bildern aus. Noch keine finale Diagnose veröffentlicht worden, aber das war bitter. Vor allem, der stand schon 5-0 und es war, glaube ich, 10 Minuten vor Schluss. Und ja. Kannst du mir das ein bisschen beschreiben? Naja, es war auch ein Zweikampf um den Ball, aber relativ unkritisch. Und der macht dann halt so einen langen Schritt mit dem rechten Fuß und das Knie, wie es halt normal ist, wenn du dann springst oder einen langen Schritt machst, das geht nicht mit, sondern bleibt dann so stocken, weißt du? Und dann staucht sich das Knie dann so durch im gestreckten Zustand. Also nach hinten, wo es normalerweise nicht hin Ja, darf. Nicht nach genau, vorne, richtig, sondern nach richtig, hinten. richtig. Und ja, sehr bitter auf jeden Fall. Also es sah sehr unglücklich aus, aber kommt halt hin und wieder auch vor. An dieser Stelle, falls du uns zuhörst, gute Besserung, Mathieu Morey. Absolut, absolut. Ja, genau, dann Dynamo Dresden hat sich wieder ein bisschen gefangen. Ne? Die hatten ja auch einen kleinen Hänger drin, ne? Hatten dann 2 Nachholspiele noch, die sie jetzt gewonnen haben. Trainer gewechselt und Trainer dann gewechselt, zweimal. genau. Kautschinski musste gehen und ich weiß gerade den Namen gar nicht. Axel Keller, glaube ich. Nee, Axel Keller hast du vorhin gesagt, Ja, oder? genau, Das von muss. Heidenau, wie ist dann? Ich weiß gerade nicht. Egal, auf jeden Fall ganz guten Start hingelegt und auch Uerdingen heute 2-0 dort gewonnen.
Und sind jetzt wieder Tabellenführer und die Tabelle liest sich gerade ganz cool in der dritten Liga für die Ostvereine. Du hast Platz 1 Dynamo Dresden, Platz 2 Hansa Rostock und dann relativ gesichert Magdeburg, Zwickau und Halle. Das wäre auf jeden Fall jetzt nicht so schlecht. Ich meine, der Osten sollte da schon vertreten bleiben, ist ganz wichtig, denke ich auch. Gerade auch für Spieler Na, aus vor dem allen Dingen Umfeld. Rostock. Vor allen Dingen Rostock ist ja lange nicht mehr, ne? Lange nicht mehr in der zweiten Liga gewesen. Ja. Die waren ja doch früher ganz lange erste Liga mit, wie hieß der Stürmer dann damals nochmal? War das nicht, Viktor Agali? ja auch, aber da war noch so ein kleiner Stürmer. War das nicht Oliver Neville? Hat er nicht bei Rostock Oliver Neville angefangen? war auch vorne drin, genau. Danach zu Ja, genau. Leverkusen gewechselt und vorher, ja. Genau, Richtig. ja. War nicht auch mal Jari Littmann ganz kurz bei Rostock? Ja, Ja, das war wirklich hat er auch Weltklasse. kurze Wege, ne, aus Finnland. Das war ja mit das Nördlichste, was er da treffen konnte in Deutschland. Kurze Das. Wege. In der zweiten Liga habelt ein bisschen, hapert es schon wieder beim HSV, ne? Unglaublich. Wir haben es ja schon vor ein paar Monaten und noch Wochen angesprochen. Kiel hat irgendwie 3 Spiele jetzt noch zu spielen und ist gerade mal ein Punkt dahinter, glaub, so ungefähr. Und wenn die da 7 Punkte holen, na, dann war es das schon wieder. Da ist ja auch nicht mehr allzu viel zu spielen. Ja, die vertrauen noch den Trainer, diesen Tune, wie er, glaube ich, heißt. Ich weiß nicht genau, aber das ist ja Genau. Vogelwild. Wieder Ja, die nicht. schaffen es, die schaffen es einfach wahrscheinlich wieder nicht. Das ist Wahnsinn. Also, dann, ja, ich finde es auch sehr schade. Also, ist so ein, Ja. etwas scheinbar irgendwie ein Chaosverein und irgendwas blockiert die da. Aber Hamburg gehört in die erste Liga. Ne? Also, es ist einfach so. Genauso wie eigentlich für mich immer noch so Vereine wie Bochum, Kaiserslautern 1860, mit denen sind wir ja mehr oder weniger aufgewachsen, dass die da eine ganz sichere Nummer in der Bundesliga waren. Zumindest 1860 könnte jetzt, hat noch kleine Chancen auf die Relegation, ne? Und Bochum ist Erster gerade in der zweiten Liga. Die kommen nach vielen Jahren, ich glaube, seitdem die da abgestiegen sind, sind die nicht nochmal da gewesen. Ne? Wenn nicht sogar mal in der Die dritten waren ja Liga auch mal ein immer Jahr, ne? früher, die waren ja immer früher so eine kleine Fahrstuhlgeschichte, Das stimmt, aber ja. jetzt eine lange Zeit auf jeden Fall nicht mehr da gewesen. Das war auch geil. Die hatten auch mal einen Torschützenkönig gestellt. Das war so ein. Hashemian war Naja, das der Propeller, der der und dann. Propeller. Naja, der war kein Torschützenkönig. Der ist ja dann zu Bayern gewechselt. Das ist ja auch viele Grüße an Wahid Haşemian. Das wollte ich übrigens auch sagen. Den müssen wir ja auch noch grüßen. Ne? Der war ja auf meiner Agenda. Wahid Haşemian. Der Spitzname schon, der Hubschrauber, ist alleine die Legende schlechthin, oder? Der war jetzt auch nicht so groß, aber Kopfballmaschine. Ja, absolut. Was wird der So wohl ein jetzt bisschen, machen? wo der zu Bayern gewechselt ist, hat mich das so erinnert. Bei Bayern, kennst du noch den Bayern-Stürmer Ali Dai, Ali der immer Dai. so gejubelt hat, so wo er noch hochgesprungen ist mit den Armen so. Ja, Der hat richtig. mich das der hat mich so ein bisschen erinnert, so Backup. Aber der hat ja gar nichts gerissen. Das waren immer so, Bayern hat immer so irgendwelche Stürmer dann geholt, die mal ein Jahr irgendwie einen Auftrag hatten, danach ja, untergegangen sind mehr oder weniger. Aber bei Bochum war einer mal, da war so ein Blonder, glaube ich, auch noch. Der hat auch gebombt ohne Ende. Das Das war, glaube war. ich, ein Däne oder Ja, sowas. genau, den meine ich doch. Der hieß. Irgendwas mit Svensson wieder irgendwas, Irgendwas keine mit Ahnung, sowas in Son die Richtung. Heung-min Ja. oder sowas, genau. Nee, das war völliger Quatsch. Nee, schreibt mal in die Kommentare, wer das war. Danke. Da können wir Das gerne wäre was mit anfangen. wichtig. Aber du sagst gerade, Ali Dai, der ist ja immer noch Weltrekordhalter in Länderspieltore mit dem Iran. Der hat irgendwie über 100 Länderspieltore, glaube ich, gemacht. Auf jeden Fall ist er noch einen vor Cristiano, also nicht Tore, sondern einen Platz. Genau, das Wahnsinn. war der bei Bielefeld auch, ne? Zusammen mit Arthur Wichniarek, glaube ich, als Junger dann noch. Arthur Wichniarek und ja, war eine coole Zeit. Bundesliga Classics allgemein. Ich habe das gesuchtet. Es gab nichts anderes, was da lief im Fernsehen für mich. Und Hallenturniere So. beim DSF. Hast du das auch immer geguckt? Ja, absolut. Hallen Masters und so, Ja, absolut. das war mega. Hinterher gewesen. Da hätte ich auch Ja. gerne mal bei sowas mitgemacht, ja. Ja, es war sowieso immer ganz cool, wenn man Vollbänder hatte, Kunstrasen, es hat schon Spaß gemacht, aber da waren auch manchmal Mannschaften dabei, die haben dich ja komplett Volley genommen in der Ecke hinten oder an der Bande. Und das ist völlig heiß auch, wenn es dann unterklassische Mannschaften waren. Und ja. Ja, dann kommen wir mal noch zum Thema, Ivan, was ein bisschen unangenehm ist. Also wir machen weiter, ne? Der Podcast bleibt, keine Angst, aber unangenehm hinsichtlich der News, die die Woche veröffentlicht worden ist, mit Christoph Metzelder. Möchtest du darüber reden, oder? Ja, klar, können wir darüber reden, also. Warum denn nicht? Das hat ganz schöne Wellen geschlagen. Der hat ja jetzt 10 Monate auf Bewährung bekommen.
nachdem er was gemacht hat, was wir jetzt hier nicht noch weiter besprechen müssen, denke ich. Es ist wild. Also, es gibt so einen Vergleich, da hat eine Rentnerin aus Hunger Ladendiebstahl, also hat geklaut, ist dafür ins Gefängnis gekommen. Ich weiß nicht, wie oft sie es jetzt gemacht hatte, aber mit der Tatsache, dass sie Hunger hatte und da klauen musste, damit sie sich ja, verfüttern kann, ist ins Gefängnis gegangen und einer, der das macht, was er gemacht hat, muss nicht mal ins Gefängnis. Die legen jetzt auch noch Berufung irgendwie gegen das Urteil ein, wo ich mir denke, er müsste theoretisch eingesperrt werden und auch praktisch. Der kann ja kaum vor die Haustür gehen, wird immer schief angeguckt. Also es ist ganz, Ja, ganz eigentlich hat schwieriges Thema. er ist sein ganzes Leben. Es wird jetzt Familie geht es ja weiter jetzt und ein hoch angesehener Mann. Vorher Nationalspieler, alles hatte auch Firmen und hat jetzt auch einen Verein. Ich habe ja, der war ja Präsident oder Vorstand von Ach, hier von TuS Haltern. Haltern, genau, richtig. Genau, mit denen war man ja in der Oberliga Konkurrenz damals. Ja, und das Interessante ist ja, wie beim Daumen so, die ganze Zeit geleugnet, 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 geleugnet und dann halt einfach Geständnis. Also das ist, ja. Krass, wobei Daumen vom Image her, da kann man auch nicht gleichsetzen, ne? Scheiße gebaut, aber das war eher noch zu verkraften und hat mittlerweile auch wieder ein normales Standing, wird zwar immer ein bisschen damit verbunden, aber so eine Geschichte kriegst du einfach nie wieder aus deinem Lebenslauf raus. Da kannst du machen, was du willst. Also das ist absolut schwierig und ein absolutes No-Go auch. Ja. Leben zerstört, Mit absolut. so einem, naja. Es ist leider, wie es ist. Da frage ich mich auch immer, ob das bewusst war oder ob man sich da einfach verklickt hat oder so, ne? Und dann irgendwie nur der Klick oder so, weiß ich nicht, schon zählt. Aber wenn es bewusst angeguckt, bewusst irgendwas, ne? Also da denke ich mir so, Na, was ist 100, denn über mit dir? 100 Dateien auf dem Handy so und 17 an irgendwelche Frauen weitergeleitet. Ich weiß nicht, weitergeleitet. Ich weiß nicht, wer das auch so Ich stecke sehen da will, nicht dann drin, von aber den der hatte. Frauen. Also, ich stecke bei sowas nicht drin, aber gut, dass du mir das sagst, dann ist es ein bisschen klarer, weil für mich war es noch unklar. Und ja, und dann halt auch selber Kinder und so, wie geht denn das? Und so, das ist. Da bin ich mir gar nicht sicher, Ivan. Bist du dir da Doch, hat sicher? er. Hat er, Ich okay. glaube, ja. Hat er. Ja, das Ich hatte bin ich gar sehr, nicht also, relativ, recherchiert. also, ist eigentlich relativ sicher. Okay. Ja. Das dazu. Ja, wir sind immer noch so ein bisschen im Unklaren. Wir hoffen natürlich sehr, dass es irgendwie bald mal ein Signal gibt, hin in Richtung, dass wir wieder raus können. Aber Fossis, ihr seht ja selber die Zahlen. Es ist immer noch sehr schwierig. Ich meine, das Impfen, da wurde ein bisschen ein Turbo eingelegt, ein bisschen zumindest. Und wir hoffen sehr, dann wirklich mal wieder 1:1 von dem Spiel zu berichten. Da freue ich mich eigentlich schon am meisten drauf, wenn wir hier, keine Ahnung, Samstag gegen Merseburg spielen und dann Montag darüber reden können oder Sonntagabend und so ein bisschen mehr Insights geben können, was da so auf dem Platz vor sich geht wieder. Und ja, dann haben wir Das jetzt hier, wird wirklich geil, ja, wenn es mal wieder so davon ist. lebt ja auch eigentlich dieser Podcast ein bisschen, denke ich dann, von dem Bericht, von der Berichterstattung. Naja. Dann haben wir jetzt hier 53 Minuten und ein paar Sekunden abgerufen, Ivan. Mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, dass ihr gerne mal die Videos auschecken könnt. Wir haben jetzt zwei Challenges am Start. Es steht 1:1. Absolut ausgeglichen. Wir haben schon zwei abgedreht. Seid gespannt, wer da gewonnen hat. Ansonsten wünsche ich euch ganz persönlich eine tolle Woche. Das Wetter soll ja nicht so pralle werden, wie es auch heute war, ne? Aber ab Freitag kommt die Sonne zurück und dann hoffentlich auch der Sommer. Wird doch mal wieder Zeit, ne? Also jetzt noch die Woche mal wirklich Arschbacken zusammenkneifen, ein bisschen Regen. Und dann kann ich wirklich kaum erwarten, wenn es mal 20, 25 Grad ist. Idealerweise 25 Grad, T-Shirt und so. Also da habe ich richtig Bock drauf. Ja, kurze Hose und mit Ja. Birkenstock-Schuhe rein und los geht's. Also, Herrlich, es fehlt mir, herrlich, es fehlt du. mir so sehr. Na gut, dann, wenn ich auf die Uhr gucke, jetzt spielen jetzt auch die Milwaukee Bucks gegen die Brooklyn Nets, glaube ich, genau. Das ist natürlich für mich ein ganz wichtiges Thema um diese Zeit. Von daher, Ivan, wünsche ich dir noch einen ganz tollen Abend, euch, wie gesagt, eine ganz tolle Woche und bis nächste Woche. Tschüssi, ciao. Von mir auch. Ciao, ciao.